Alex, the first real big test for you guys. Since you joined Thun, how come you're only taking 1 point away from here? I think it was a game of two halves. I think in the first half we did really well and we put our chances away. Second half, I think we let them get on top of us a bit and they took their chances really well. And, you know, we missed a few key opportunities. So I think that's what happened. I mean, yes, it's not we wanted the 3 points, but at the end of the day, it's still a point. So we can go on forward and keep building. See, that's where I would oppose you, because you say you put them away in the first half, but I think you guys played as if you had really done that. And if you were leading by 5 after the half-time whistle, what went wrong there in the mentality? Yeah, I mean, I guess I agree with you. It looked like we were too comfortable in the lead and, you know, let them get on top. And once, you know, the momentum shifts, it's really hard to get it back again. So, and it's a bit disappointing. So we look back on the training field and, you know, regroup and go again next week. You guys were actually lucky, because after you've been beat for 20 minutes and they score the first minute goal, you score right away, the 3-1. Why'd you let that get away from you guys again? I don't know, really. I mean, it's a bit disappointing. I don't really know. I think they finished their chances really well, and, you know, we didn't close out the game when we should have. You know, 3-1 up, we should be you know, closing out the game very well from there, and then we just didn't, and, you know, let them score that goal back, and then, you know, then the momentum shifts back again. So I think that their second goal was very key to that. Exactly. And then let's go to your performance. You played the first half as a striker, second half as a defender. What did you like more? I feel like I didn't really do so well in the winger position, so I think I like fullback better. But yeah, so the second half, I like that, but obviously we conceded 3 goals, so that's never good. But yeah, I think I like fullback a bit better. But anyway, any position that I can play for the team is I'm good with. You must be a special situation, because you came from Australia and then season started, stopped right away. Second season started, you didn't get many minutes, and now you're here in Thun. What was that process for you? Yeah, I mean, obviously I've moved to Switzerland, I have a job here, and I wanted to play football. And, you know, I had playing with eBay for the first half, and obviously really disappointing situation with COVID. I mean, it's the word on everyone's lips, so this is, you know, this is what you have to deal with. And then, unfortunately, got injured in the first part, just before the start of the NLR season, and then couldn't get any game minutes. And then, I guess for me, you know, I'm coming to the end of my career, I'm 28, so for me, I want to play football, and, you know, and coming to Thun has been a really good decision. The girls are fantastic, they've welcomed me with open arms, so it's really good to play some football, and hopefully we can challenge for the title and get back into the NLR next season. That's what I wanted to say. You guys have one clear goal, it's going up. Today you could have made that step much easier. How will you tackle that week with 2 games now coming ahead? I mean, look, we've got a strong squad. I think we've got a lot of depth over the board, so, you know, which is really good for our team. We have, you know, a strong squad, so I think that we can use that coming into the I think it's called the English week. I've never heard that saying before. But yeah, we can look to that and head back to the training field and, you know, work on some things where we felt like, you know, let us down a bit today, and then go forward, keep taking each game as it comes, really. How do you get along with our buddy Hugo? Yeah, it's good. I mean, it's a bit difficult with the language barrier. I'm obviously learning German, but langsam. So with the English-German barrier, it's sometimes a little bit difficult, and especially with Swiss German, because obviously I'm trying to learn High German first before Swiss German. So it also adds another layer. But, you know, I'm enjoying working with Hugo and also all of the other girls, and also the Danu as well, and all the other coaching stuff. Rickli, ein Punkt. Irgendwie würde ich sagen, nach der ersten Halbzeit, zum Glück, nach der zweiten Halbzeit, vielleicht ein wenig. Wie haben Sie den Match gesehen? Ich finde es ein hochintensiver Match gewesen. Eine Punkteteilung ist gerecht, finde ich, aus meiner Sicht. Weil die erste Halbzeit haben wir zu wenig investiert. Wir sind zu pomadig gewesen, wir haben Zweikämpfe nicht angenommen.
Wir sind einfach neben den Schuhen gestanden. Vielleicht war es eine gewisse Nervosität, weil wir einfach unbedingt den Sieg haben wollen, heute, dass wir nicht grossen Abstand haben gegen Führer nachher. Und irgendwie ist es aber auch einfach nicht ganz aufgegangen. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt. Sie sind konzentriert rausgekommen, sie haben zwei Kämpfe angenommen. Wir haben schneller nach vorne gespielt und das 3:3 war schlussendlich eigentlich gerecht gewesen. Thun hat ganz klar beim Stand von 3:1 zwei hundertprozentige Chancen. Wenn sie dort das 4:1 machen, dann sind wir weg, dann können wir nicht mehr dran. Aber wir sind ein bisschen nachgelassen haben, haben wir nachher dann noch mal das umbeugen. Man sollte ja nicht personell aufhängen, aber ich sage die ersten 60 Minuten gegen Yverdon, die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit gegen Luzern haben wir eigentlich gemeinsam einen Nenner, und das ist Sanja Djokic. Wenn es im Spiel ist, hat er das Team mehr Balance. Ist das ein Zufall oder ist das halt Sanja ihre Qualität zu verschulden? Das hat sicher kein Zufall. Das ist schon, Sanja Djokic hat Qualität, absolut. Aber sie bringt es momentan nicht über 90 Minuten. Okay. Und sie hat enorme Schwankungen. Wenn sie das konstanter durchbringen können, absolut. Das ist eine Top-Spielerin auf dieser Position sowieso. Oder? Ja, und gerade. Wir müssen auch noch ganz klar natürlich sagen, uns fehlt einfach die Aurora Beluli, fehlt uns natürlich enorm wichtig. Oder? Enorm, enorm. Natürlich, wir reden ja auch nicht so ein breites Kader in der Nationalliga B. Der längste Match gerade für ein 3:3. Gleich würde ich sagen, für euch jetzt die Chance noch um, um nach oben zu ziehen, aber viel Ausrutscher dürft ihr jetzt auch nicht mehr haben, oder? Das ist klar, aber wir müssen auch das Programm anschauen, das wir zum Start hatten, gegenüber den anderen. Mhm. Wir haben die ersten zwei von unserer Liga jetzt gehabt. Und jetzt geht es einfach weiter und es gibt kein leichtes Spiel. Wir müssen am Mittwoch auf deren Dinge runter. Das ist unter der Woche, also das ist auch, wir sind keine Profis, wir sind Amateure, wir arbeiten alle auch. Also das ist auch keine leichte Sache, das müssen wir auch zuerst hier gespielt haben. Aber ich denke, mit dieser zweiten Halbzeit, glaube ich, ist die Motivation, um jetzt wirklich einen Schritt vorne zu machen, wie gekommen. Und der Punkt gegen Thun heisst auch, ihr verliert das Rennen sicherlich für ein paar Wochen nicht aus den Augen. Wo sehen Sie sich am Ende, 1, 2 oder 3? Ich denke, den dritten Platz müssen wir anvisieren. Das ist ganz klar. Wir hätten eigentlich heute auf einen Sieg angeschafft, aber der Sieg ist nicht gekommen. Und ich denke, wir müssen uns schauen, dass wir den dritten Platz verteidigen können. Hugo, heute sind wir keine Freunde wahrscheinlich. Also ich habe Freude am spannenden Livestream, aber wie bringst du da keine 3 Punkte mit heim? Ja, da muss man die zweite Halbzeit nicht die Leistung abgerufen haben. Wir sind zu nonchalant gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, wenn wir beim Stand von 3:1 die 100%ig machen, dann gewinnen wir. Aber für mich war es ein hochintensiver Match gewesen, mit der zweiten Halbzeit besser für Rappi. Wir haben die erste Halbzeit dominiert und von dem her gesehen, gehe ich mit einem guten Punkt heim. Für mich ist der Punkt wertvoll auswärts bei einer sehr guten Mannschaft von Rapperswil. Genau, so eine gute Mannschaft vor Rapperswil und gleich 45 Minuten spielt er sie an die Wand. Steh verschießt einen Penalty, fast sinngeblich für die Chance, die er rauslässt. Fast schon, außer die Steh super lauert. Die Goal, die er macht, der Direkteckball, alle nicht sinnbildlich für die Chance, die er sonst hatte. Warum bringt er nicht mehr Ball ins Goal und dann das Spiel zu Ende? Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, dass wir haben unsere Chancen und solange sie meine Chancen haben im Spiel, ist das immer ein gutes Zeichen. Klar, dann wünsche ich mir, dass wir in gewissen Situationen konsequenter sind. Heute haben wir es nicht gesehen, das ist bestraft worden. Ich glaube einfach, dass wir zu wenig entschlossen in die Aktion rein sind. Und eben nochmal, wie gesagt, ich meine, das Spiel hat im Endeffekt auf beide Seiten können kippen nach der zweiten Halbzeit. Und von dem her gesehen bin ich mit dem Punkt zufrieden im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Saison. Weil ich bin überzeugt, dass da noch viele Gegner werden Punkte liegen. Natürlich, aber das Problem ist ja schon, wenn man schaut, Tag und Nacht. Ich meine, ihr kommt in der zweiten Halbzeit und schlafen 20 Minuten. Das ist wie gegen Zürich. Nur Zürich hat euch 5 gemacht, sie haben euch nur 1 gemacht. Sind ihr fast belohnt worden, dass so schnell wieder das 3:1 fällt? Dass es so einfach gegangen ist? Dann habt ihr gefühlt, okay,
Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder ein Denksport für mich. Wie kriege ich es nach der Halbzeit an, dass mein Team so bereit ist wie in der ersten Halbzeit? Das ist eine Aufgabe an mich. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir aus dem Match die Lehre ziehen werden. Wir werden bereits am Mittwoch weiter shooten gegen Walpeswil und dann kommt an. Also, ich muss jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, wie ich das Team weiterbringen kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach wirklich froh, dass wir heute einen guten Match gesehen von beiden Seiten. Und ich glaube, der Punkt ist verdient für beide. Genau, der Punkt ist verdient und gleich, ich hacke noch drauf um, Hugo. Du hast ein neues Spielsystem probiert, das 3-4-3. Ist es das? Ich habe das 4-3-3 immer ein bisschen schöner gefunden und euch intelligenter in dem. Warum das 3-4-3? Ja, ich würde ja mein Team auch ein bisschen Aufgabe mitgeben und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir in gewissen Matchen berechenbar geworden sind für den Gegner und jetzt liegt es an mir, um halt mit diesen Spielerinnen zu haben, mit diesen Charakteren. Ich meine, Alex Gammer kann ich auf 3 Positionen bringen. Ich habe so viel Qualität im Kader, dass ich einfach überzeugt bin, dass ich auch einen Schritt als Trainer mit dem Team muss weitergehen muss. Ob es jetzt das Optimale ist, das weiß ich nicht. Ich werde jetzt sicher das Video anschauen, werde es analysieren. Jetzt gehen wir auf Walpi, wieder ein anderes Match, wo wir Favorit sind. Walpi wird sicher probieren, massiert zu stehen. Das heisst wieder ein anderes System. Dann gehen wir fahren, wo wieder offen wird. Also für mich und für mein Team ist es nicht eine einfache Situation. Wir sind nicht Profis, die man alltag Videostudien machen können vom Gegner. Oder wie stellen wir auf? Also, wie gesagt, für mich ist es jetzt wirklich auch wieder adoptieren an mich selber und der Mannschaft wieder die Aufgabe zu machen. Klar kann ich die Videos auf abseits.ch schauen, das mache ich auch. Ausnahmsweise hast du so viel vor Rapperswil. Ja, es geht nicht um das, aber ich habe jetzt wieder ein Training bis zum Walpi-Match. Und Profis haben Montag, Dienstag und dann gehen sie ein Match. Und von dem gesehen, ja, ich glaube jetzt einfach, mein Team hat in der ersten Halbzeit einen riesen Job gemacht, taktisch hervorragend eigentlich das umgesetzt. Die zweite Halbzeit werden wir definitiv anschauen. Genau, also ich sage einfach, schade für euch, ihr hattet alles gehabt, 3-4 Mal, um das Spiel besiegen, fertig machen, auch schon in der ersten Halbzeit. Es hat gefehlt, die Führungsspielerin hätte müssen aufwachen dort und sind sie nicht, auch wenn sie 2 Goal macht. Ich sage, das ist halt einfach schade für euch und das heisst halt jetzt gegen Aarau müsst ihr unbedingt punkten und gegen Walpi sowieso, gell? Ja, ich habe gesagt, der Anspruch ist ja, jeden Match zu gewinnen. Aber eben, wie gesagt, es gibt so Matches, wo man heute einfach zufrieden sein mit einem Punkt. Ich muss aber auch dazu sagen, eigentlich ist es ja ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, wenn wir jetzt über eine schlechte Halbzeit, wo wir gleich die Chance haben, wo wir zum Match kehren. Und wir haben nicht brillant gespielt. Und ich würde dann mal sehen, wie das aussieht über 90 Minuten, wenn wir brillant spielen, wie in der ersten Halbzeit. Und man muss diesen Frauen nachgehen. Ich meine, die arbeiten und es ist gleich ein Rhythmus, den wir nicht gewöhnt sind. Und von dem her gesehen, nochmal, den Punkt nehme ich mit. Wir haben gewusst, wir müssen in Walpeswil sein, wenn wir gewinnen. Das ist unser Anspruch. Aarau ist ganz klar das Ziel, wir wollen auch gewinnen. Wenn es einen Punkt gibt, dann gibt es einen Punkt. Und Fakt ist einfach, dass wir nehmen Spiel für Spiel und dann schauen wir es an. Und im Göpp sind wir auch noch dabei und das wird auch noch ein ganz heißer Match. Hugo, du sprichst an 2 Live-Begegnungen für dich. Gegen Aarau, bei uns live auf Abseits und gegen Luzern auch live auf Abseits. Also viel zum sich freuen für Thun-Fans. Außer das Resultat, da lerne ich nicht nachher, sorry. Hättet ihr mehr machen müssen. Danke, Hugo. Bitte.